Freunde, grüßt euch. Hier am Strand von Alanya haben wir es kühle 27, 28 Grad. Ich weiß, es sind Luxusprobleme, aber wärmeres Wetter ist angesagt. Der November steht vor der Tür. Deswegen gehen wir auf Reise. Wir nehmen euch mit, wohin es geht, was wir da machen, wieso wir da sind. Das werdet ihr in diesem Video erfahren. Woo! Einen wunderschönen hier, live aus dem schönsten Emirat der Welt. Ich bin der Dennis. Willkommen bei Türkei auf Deutsch. Ja, wir stehen hier auf der Palm Jumeirah, der künstlich angelegten Palme von Dubai. Also sind wir in den UAE. Hinter uns ist Dubai. Sieht man jetzt gerade nicht so gut aufgrund der hohen Temperaturen. Wir haben es gerade aktuell 37 Grad. Was wir hier in Dubai machen, was wir alles nicht machen, ob wir hier nur Urlaub machen oder auch eben nicht, darum soll es in diesem Video gehen. Und ich nehme euch einfach mit auf die Reise, wie wir hier hingekommen sind, und danach sprechen wir ein wenig und ja, lasst euch überraschen. Ja, Freunde, ich habe jetzt hier alles eingepackt. Wir sind eine Viertelstunde schon zu spät. Machst du nichts, Leben in der Lage. Auf geht's nach Antalya. Da wartet unser Flug. Also legen wir los. Ja, Freunde, nach sagenhaften 2 Stunden 45 wären wir hier am Flughafen Antalya angekommen. Ich bin schon seit 3.30 Uhr in der Früh wach. Der Flieger geht von jetzt an in, wie spät haben wir es, 9 Uhr, in 2 Stunden. Also wir sind ein bisschen zu spät. Der Stau war brutal in Antalya, Alanya. Aber ich glaube, wir werden auch noch Stau kriegen, wenn wir drüben angekommen sind. Dann beeilen wir uns mal und geben mal die Koffer auf, oder? Ja, ich habe ganz vergessen, Freunde, wie lange das dauert irgendwie. Ewigkeiten her, dass ich geflogen bin. Aber gut. Auch mal wieder geil. Was macht nur hier? Rolltreppe, defekt. Okay, ne? Das ist kleine Maus aus Hungern, Timmer. Ja, Freunde, Flugangst habe ich mir gut überwunden. Ich bin schon eine Stunde unterwegs. Ich bin 21 Stunden wach. Dann so kommt die Müdigkeit. Die Kleine lebt auch wieder voll am Limit. Dann schauen wir mal, was es gibt, wenn wir da sind. Irgendwie verpeilt das mit dem Kinderwagen. Das ist hier am letzten Band wohl. Der eine hat es vom Flugzeug direkt bekommen. Ja, bei uns irgendwie am letzten Band. Und ja, keine Ahnung. Und natürlich noch Geschenke kaufen. Einfach billiger hier als draußen, glaube ich. Irgendwie 40 Dollar oder so für Bier. Ja, Freunde, wir haben eingekauft. Jetzt brauchen wir ein Taxi. Wir haben unseren Mietwagen zum Hotel bestellt, erst für morgen. Ich wusste nicht genau, wie das läuft. Deswegen habe ich gesagt, ey Leute, kommt um 12, 1 Uhr, kein Thema. Jetzt sagt er uns gerade, voll nett, die Leute übrigens. Super lieb. Sagt er uns gerade 50 Euro hier für die paar Kilometer. Ich weiß, die kosten 10, 15 Euro. Ja, wir gucken mal, ob wir wirklich jemanden für den Preis finden, der sagt, ja, die sind am Flughafen immer alle teurer. Wir sind alle teurer hier am Flughafen, hat er gesagt. Mal schauen, ob das wirklich so ist. Also der erste Typ wollte 60 Euro haben. Die hier nehmen die Hälfte. Habe ich gesagt, komm, die Hälfte passt auch. Das ist, glaube ich, so ein Typ, der schleust einfach nur die Typen, die Kunden, wie er jetzt in dem Beispiel, hier zu dem Taxitypen und keine Ahnung. Kommissionsversorgung ist wahrscheinlich dasselbe Prinzip irgendwie wie in der Türkei. Naja, gut. Ich bin mal gespannt auf das Hotel. Und ja, wir haben jetzt 6 Uhr in der Früh. Wir sind seit 11 Uhr unterwegs.
Gucken wir mal. Ja, Freunde, hier in Business Bay angekommen, hier im Canal Central Hotel. Ihr interessiert euch ja immer für die Zahlen, Daten, Fakten. Also die Woche kostet hier 1100, 1200 Euro nur das Hotel. Die Flüge waren nochmal 800, also 2K. Wir sind ein bisschen zu früh da. Der Check-in wäre erst um 14 Uhr, wir wollen aber vorher schon rein. Kostet nochmal 200 Dirham extra, das sind 50 Euro. Frühstück haben wir jetzt heute auch nicht mit drin, erst ab morgen. Heißt, Frühstück kommt auch nochmal extra, 32 Euro umgerechnet pro Person für das Frühstück. Und was es da so gibt zum Frühstück, das zeige ich euch, okay? Also so sieht der Eingangsbereich aus. Eigentlich ganz schick gemacht. Ja, hier gibt es alles, was das Herz begehrt, Croissants etc. Der Kollege macht Crepe, alles frisch, on demand quasi. Oh, das sieht schon geil aus. Verschiedene Säfte, klein, aber fein, also mir gefällt's. Süßkram, ist zwar nicht meins, aber why not? Verschiedene Käsesorten, Eier, Rührei, Bacon, Sausage, Chicken Sausage, geröstetes Gemüse, Tomaten, Beans, Bohnen und verschiedene Brote. Ja, Freunde, jetzt machen wir eine Immobilienbesichtigung, wa? 18. Stock, kommt rein. Hier haben wir die obligatorische Sicherheitstür. Nee, die haben wir wirklich. Also was cool ist, wir haben hier alle möglichen Steuerungen. Ich zeige euch gleich, was cool ist. Also klar, die Fans, also die Ventilatoren, Klima, haben wir alles, verschiedene Lichter haben wir alles. Und, kommt mal mit, wir haben hier auch so eine tolle Badewanne. Hier haben wir Bügeleisen, Bügelbrett, Bademäntel. Aber wir haben auch alles direkt am Pool. Da gehen wir auch nochmal hin. Hier haben wir Minibar, können wir uns nehmen, wie wir wollen. Wenn wir was brauchen, dann bringen die das immer wieder neu, ist alles drin. Großes Bett. Meine Außerirdische ist auch da, Dümme. Meine Außerirdische. Ja, Fernseher. Wir werden nicht so viel Zeit hier drin verbringen. Wir haben hier so ein Smart Pad. Können wir direkt hier essen, ordern, Room Service 24 Stunden. Kannst Fernbedienung drüber machen, verschiedene Services machen. Ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen schlecht wegen dem Licht. Ja, da unten ist Business Bay. Da hinten sieht man jetzt nicht, ist der Burj Khalifa. Also wir sind so 1,5 Kilometer roundabout vom Burj Khalifa. Wir bleiben jetzt hier erstmal eine Woche. Wir werden uns den Privatstrand anschauen. Also dieses Hotel hat einen Strand. Das ist direkt an der Palme, also Palm Jumeirah. Ja, und dann schauen wir uns mal an, ob der Strand dort mit unseren geilen Stränden in Alanya mithalten kann. Ich bin ziemlich sicher, das kann er. Hier ist wieder die wunderbare Aussicht. Hier ist der Pool auf dem Dach des dritten Stock. Ja, Freunde, ich habe euch ein paar Eindrücke vermitteln können. Wieso sind wir hier? Was machen wir hier? Ja, einige Freunde von uns aus der Türkei, aus Alanya, sind hier auch hin emigriert, wenn man so möchte. Wir schauen uns das hier einfach mal ein bisschen an. Wir vergleichen mal die Preise. Also es wird auch noch ein Preischeck-Video kommen. Und vielleicht wird das ein oder andere Interview zu dem Thema auch noch kommen. Müssen wir mal schauen in der kommenden Woche, was wir da für euch Schönes abdrehen können. Ich habe auf jeden Fall das eine oder andere für euch geplant, ob es dann so kommt. Werdet ihr sehen, könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Wie gesagt, wir werden hier einige Preise vergleichen. Wir werden eine Woche hier in Business Bay bleiben. Hinter uns der Burj Khalifa. Also Business Bay, Downtown. Wir werden mal das City Life so ein bisschen ausprobieren. Und eine Woche werden wir ein bisschen außerhalb von Dubai sein. Bei Freunden werden wir dann eine Weile verbringen. Und dann werden wir uns mal quasi das City-Leben hier in Dubai so ein bisschen anschauen, auch vielleicht euch mal durch den einen oder anderen Supermarkt mitnehmen. Und wir werden dann mal vielleicht ein Vergleichsvideo machen zum Thema, wie sind die Preise Alanya und Dubai aus Deutschland. Und Dubai kennen wir die Preisvergleiche von 100.000 Leuten, die im Internet ihr Unwissen treiben. Von mir in Bezug auf Alanya kennt ihr das nicht. Ich glaube, es gibt gar keinen. Dann bin ich auf jeden Fall der Erste, der das macht. Wenn euch der Kanal gefällt, Daumen geben, Abo geben. Und bleibt mir definitiv gewogen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Kommentiert auf jeden Fall mal fleißig unter dem Video, wenn ich irgendwas abfilmen soll, was euch interessiert.
dann können wir das eventuell mit auf die To-Do-Liste nehmen. Ich entlasse euch, uns nicht, wir sind ja hier, mit der Aussicht hier auf Business Bay. Bleibt mir gewogen. Ich wünsche einen wunderschönen Tag aus dem schönsten Emirat der Welt. Ciao, Leute.